Hi, ich bin Emmy, ich bin 14 Jahre alt und ich mache mittlerweile schon seit 4 Jahren YouTube. Und in diesen 4 Jahren ist so viel passiert. Hey Leute, noch ganz. Hey meine lieben Zuschauer. Hey, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Hey meine lieben Zuschauer. Okay, es freut mich sehr, dass ihr alle wieder. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder zurück zu meinem Kanal gefunden habt. Hey Leute, Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Jedoch habe ich mich entschieden, einen neuen Anfang zu wagen und habe alle meine bisherigen Videos gelöscht. Diese Entscheidung war auch für mich nicht leicht, da in diesem Kanal so viele Erinnerungen für mich stecken. Ich bin viel gereist und habe euch da in Form von Vlogs oder Follow Me Rounds immer mitgenommen. Ich habe viele Videos mit Freunden aufgenommen und war aufgrund meiner Videos auch bei Events eingeladen, auf denen ich euch dann treffen konnte. Ich stand auf Bühnen und ich war sogar einmal in der Bravo Tube Stars. Jedoch war ich da immer als typisch Emmy und typisch Emmy bin ich seit 2016. Also ich war 10 und das, was ich mit 10 war, das war ich nicht mit 12 und das bin ich nicht jetzt mit 14 und das werde ich auch nicht mit 16 sein. Aber gerade im letzten Jahr habe ich mich extrem verändert und finde einfach, dass der Content, den ich gemacht habe, nicht mehr zu mir passt. Typisch Emmy war eine Person, die sich mit 10 Jahren angefangen hat, selbst zu filmen und Videos im Internet hochzuladen, die sowas wie DIYs oder Hacks, Challenges, Pranks beinhaltet haben. Also alles, was so Lifestyle früher war. Aber ich möchte mich jetzt auf andere Dinge fokussieren, wie Organisation, Produktivität, Mindset, Mental Health, Persönlichkeitsentwicklung und Selbstverwirklichung und einfach ein bisschen das alles ein bisschen professioneller angehen. Dieser Content war einfach nicht ich und ich stand nicht mehr hinter den Videos und habe mich nicht mehr gefreut. Ich war mit diesen Videos nicht komplett zufrieden und habe dann Videos nur noch produziert, weil ich sie produzieren musste und nicht mehr, weil es mir gefallen hat. Das möchte ich jetzt ändern. Für euch wird sich nichts ändern, außer dass ich jetzt jede Woche um Sonntag um 10 Uhr ein Video hochladen werde und nicht mehr freitags. In den letzten 4 Jahren wollte ich immer typisch Emmy sein und das ist auch gut. Und jetzt möchte ich lieber Lara Emily sein. Deswegen habe ich meinen Kanal auch in Lara Emily umgeändert. Auf Instagram heiße ich jetzt Lara Emily Official und ich habe auch einen Podcast namens Gut Genug, in dem ich auch über so Dinge rede wie Mental Health und Selbstliebe und Selbstverwirklichung. Könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Ich bin total glücklich, euch jetzt auf meine weitere Reise mitzunehmen und ich hoffe, dass ihr trotzdem noch meinen Kanal abonniert lassen werdet. Und jetzt in 2020 nutze ich das neue Jahrzehnt dafür, Lara Emily und nicht mehr typisch Emmy zu sein. Ich danke für euer Verständnis.